der 9 aufeinanderfolgenden Zahlen nur ein einziges Mal vorkommt. Ja. Was bedeutet das für den Rest des Codes? Dass das da nicht drin ist. Vielleicht wollte Davy einen bestimmten Hinweis oder eine Vorgehensweise andeuten, als er diese ersten 9 Zahlen aufgeschrieben hat. Hä? Es könnte sich um einen umgekehrten Code handeln, der eigentlich aus Zahlen besteht, die nicht... Aha, okay, gut. Da hätte ich jetzt drauf kommen sollen. Willst du mich rollen? Jetzt dein Ernst? Natürlich. Jetzt, wo du es sagst. Okay, welche fehlt denn hier? 1, 2, 3, 4. Die hier steht, fehlt die 5. Dann. 1, 2, 3, 4, 5. Dann fehlt die 6. Wer kommt denn auf sowas? Habe ich mich irgendwo verzählt oder verschrieben? Bis zu 8? Und da fehlt es doch jetzt wieder. Verstehe ich nicht. Aber mal gucken. 6, 5, 4, 9, 7. Vielleicht gehören die doch dazu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nee. Hä? Ich hab's. Ist offensichtlich, dass in der Zahlenfolge. Ja, die 5 fehlt, genau. In der Zahlenfolge, ne? Fehlt also die 5. Ja. Aber wir können die verbleibenden Zahlen in einzelnen Zahlenfolgen aufteilen. 2 Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Um eine Zahl für Davys Code zu erhalten, benötigen Sie eine Zahlenfolge aus 8 Zahlen, vorausgesetzt, dass keine 0 vorkommt, in der genau die gesuchte Zahl nicht vorkommt. Was? Oder, da innerhalb einer Zahlenfolge keine Zahl öfter als einmal vorkommen kann, könnten Sie sich Davys Zahlen ansehen, bis sie eine finden, die wiederholt wird. Dadurch erkennen sie, dass am Ende der Zahlenfolge vor der wiederholten Zahl erreicht ist. Ja. Schauen wir uns ein Beispiel aus Davys Code an. Die ersten 9 Zahlen sowie der Schrägstrich sind der Schlüssel für die Vorgehensweise und gehören nicht zum eigentlichen Code. Beginnen wir also rechts des Schrägstrichs. Hab ich. Bla 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 bla. Vorkommen wird also die Anschluss an die 3 folgt die 9. Ein zweites Mal muss daher die Zahl bei der 3 enden. Habe ich auch. Zufälligerweise besteht die Zahlenfolge aus genau 8 Zahlen. Welche Zahl fehlt? Na, die 5. Daher stehen die 8 Zahlen, wenn man Davys Rätsel umgekehrt hat, Zahl 5. Entschlüsseln Sie den Rest des Codes, um alle fehlenden Zahlen zu finden und dadurch Davys Nachricht zu entziffern. Zweite muss nach der 8 enden. Habe ich auch. Fehlende Zahl ist die 6, genau. Sehen Sie sich jetzt die nächsten 8 Zahlen genau an. Achso, ich nehme dann immer nur 8 Zahlen. Aha, dann fehlt dann natürlich die 7. Okay, gut, ich hab's nicht ganz gerafft, aber okay. Gut, und dann fangen wir hier mit der 7 an. 7, 5, 2. Aber dann kommt doch schon wieder die 7. Das raff ich immer noch nicht. Jetzt weiß ich, warum ich es nicht verstanden habe. So, allerdings würde als 9. Zahl eine 7 folgen, die in der bisherigen Zahl 8 Zahlen nicht vorkommt. In dieser Zahlenfolge fehlt also keine der 9 Zahlen und Sie finden daran keine fehlende Zahl für den umgekehrten Code. Es handelt sich dabei um eine Finte, die Sie nicht beachten sollen.
Wer kommt denn auf so einen Müll? Okay, gut. Also die 7 nicht. Also 5, 2, 7, 6, 1, 9, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und da fehlt die 4. Also 5, 6, 7, 4. Whatever that is. So, dann 5, 7, 9, 8, 6, 4, 2, 1. Und da fehlt die 3. Das ist ein wundervolles Rätsel. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da fehlt die 6. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Da 5, 9, 7, 2, 4, 8, 6, 1, 3. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das ist jetzt wieder eine Finte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toll. 3, 7, 5, 8, 9, 2, 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein wunderschönes Rätsel. Fehlt also nochmal die 6. So, die 4. 8, 2, 9, 7, 4, 3, 6, 5. 6, 7, 8. Nach der 5 käme die 9 und die ist da schon drin. Da ist die 1. Ich hab's fast geschafft, ich bin ja so glücklich. So, 9, 6, 7, 5, 2, 4, 8, 1. 9 habe ich schon. 1, 2, 3. Fehlt die 3. Neun, acht, zwei, fünf, sechs, drei, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da fehlt die 4. Aha. Ich habe jetzt also 5, 6, 7, 4, 3, 6. 6, 1, 3, 4. Ich drehe den Zettel um, um zu gucken, ob es irgendwas heißt. Nein. Ist es eventuell jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macht überhaupt gar keinen Sinn. 4, 3. Achso, vielleicht müssen wir auch einfach die Zahlen jetzt angeben. 5, 6, 7, 4, 3, 6, 6, 1, 3, 4. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Ja, ich habe keine Ahnung. Das Rätsel finde ich unlogisch. Ich hab's nicht gerafft, ehrlich nicht. So, also 4, genau. 3 hab ich, 6. Warum hab ich irgendwo die 7? Ach so, die 7 zählt nicht. Entschuldigung. Mal gucken, ob das irgendwas ändert. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das macht noch weniger Sinn. Nein. Vielleicht, wenn wir die Zahlen eingeben. 5, 6, 4, 3, 6, 6, 1, 3, 4. Dein Ernst? Das hat mir jetzt wahnsinnig geholfen. Und jetzt? In der Tat.
Sie können nur eine bestimmte Bedeutung haben, auch wenn sie sich mir im Moment entzieht. Was mein eigenes Rätsel angeht, ich konnte die Geheimnisse dieses Buches leider nicht durchdringen. Die Sprache ist archaisch und meine mageren Kenntnisse von Chiffren wurden hart auf die Probe gestellt. Ich habe nur Irrsinn und andere Absurditäten daraus ableiten können. Diesem Buch zufolge, falls meine Übersetzung korrekt ist, muss man dieses Zeichen mit menschlichem Blut schreiben und dann mit Überzeugung diesen aufschlussreichen Vers rezitieren. Gnarte, Gwidelim, Lisrte, Sibylle. Dann ist das Opfer gebannt oder von Dämonen besessen. Ich sage Ihnen, Watson, das liest sich wie reines Geschwafel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was haben Sie gesagt? Was? Diese Zeichnungen, was für ein Grauen. Ich sage Ihnen, Holmes, dieses Buch bereitet mir großes Unbehagen. Wie fast alles im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit. Mir ist gerade etwas eingefallen, Watson. Hat nicht der Buchhändler Barnes uns erzählt, dass er Altertumsgeschichte studiert hat? Vielleicht könnte er uns bei der Übersetzung dieses Buches helfen. Wir müssen bessere Köpfe suchen, denn wir kommen hier nicht weiter. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo Sie diese Leute hingebracht haben könnten und welche Konsequenzen Sie erwarten. Kommen Sie. Wir wollen sehen, ob Barnes uns vielleicht helfen kann. Mhm. Also das Rätsel war jetzt gerade schon wieder so... Mr. Holmes, Dr. Watson, was für eine Freude, Sie zu sehen. Wo waren Sie denn nur? Sie waren ja ein paar Monate fort. In der Tat, wir haben eine sehr lange Reise unternommen und sind eben erst zurückgekommen. Es gibt jedoch wichtigere Dinge zu besprechen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie etwas über alte Völker wissen? Ihre Sprache, Ihre Schrift und Ihre Sitten? Das habe ich in der Tat gesagt, Mr. Holmes. Warum fragen Sie? Sie sind genau der Mann, den wir brauchen. Mir ist auf unseren Reisen dieser esoterische Text in die Hände gefallen und ich habe mich gefragt, ob... Stimmt etwas nicht, Barnes? Mr. Holmes, wo haben Sie das her? Dieses Buch, ein echtes Museumsstück. Wenn Sie so gut sein könnten, einige dieser Fragmente für mich zu übersetzen, stünde ich tief in Ihrer Schuld. Besonders interessieren mich diese Seiten hier. Sie sind in sehr schlechtem Zustand und scheinen daher am häufigsten gelesen worden zu sein. Mit Vergnügen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und Sie über meinen Fortschritt auf dem Laufenden halten. Aha. Na dann halt mich mal auf dem Laufenden. Holmes, was sollen wir nur tun, während wir darauf warten, dass der gute Barnes seine Übersetzung fertigstellt? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Deswegen schaue ich mich gerade um. Keine Ahnung. Können wir irgendwo hin? Nein. Strand, kaufen Sie den Strand! Drei Schiffe noch immer auf See verschollen! Alle an Bord wahrscheinlich tot! Kaufen Sie den Strand! Das Neueste über die verschwundenen Schiffe! Gib mir die neueste Ausgabe, mein Junge. Danke, Mister.